Auch wenn unsere Medien nur sehr zurückhaltend darüber berichten, in vielen unserer Städte und Gemeinden ist es kaum noch zu übersehen. Nach 2015 erlebt Deutschland einen neuen Migrantenansturm. Der Migrantenfluss, vor allem über das Mittelmeer, hat zwar nie aufgehört, aber zwischenzeitlich stark nachgelassen. Das lag vor allem daran, dass Ungarn und andere Grenzstaaten massiv in die Sicherung der EU-Außengrenzen investiert haben. Wir waren vor Ort unterwegs und haben uns die Lage auf dem Balkan angesehen. Zum Beispiel an der Grenze zwischen Ungarn und Serbien. Auf ungarischer Seite durften wir leider nicht drehen, die wird sehr streng bewacht. Deshalb sind wir dann auf die andere Seite nach Serbien gefahren. Serbien spielt auf der Balkanroute eine besondere Rolle. Einerseits aufgrund seiner zentralen Lage und andererseits wegen seiner lockeren Visabestimmung. Das hängt unter anderem noch mit dem Kosovo-Konflikt zusammen. Serbien betrachtet den Kosovo als Teil seines Staatsgebiets und belohnt Staaten, die den Kosovo nicht als eigenen Staat anerkennen, mit der visafreien Einreise. Und damit ist man quasi vor den Toren der EU. Direkt vor der serbisch-ungarischen Grenze haben wir unzählige wilde Migrantencamps sehen können, wo man auf eine Gelegenheit wartet, den Sprung in die EU und damit zum Beispiel in die deutschen Sozialsysteme zu wagen. Im Grunde war es überall dasselbe. Überall konnte man, insbesondere wenn es dunkel wurde, Gruppen von jungen Männern ausmachen, die sich auf den Weg gemacht haben. Und das waren offensichtlich keine Einheimischen. Quer durch den Balkan verläuft die Außengrenze der EU. Kroatien, Ungarn, Rumänien und Bulgarien gehören dazu. Serbien, Bosnien, Montenegro dagegen nicht. Um es noch komplizierter zu machen, Ungarn gehört schon zum Schengen-Raum. Das heißt, wer es nach Ungarn schafft, wird an den Grenzen bis Deutschland kaum noch kontrolliert. Wir hatten durchaus den Eindruck, dass man vor Ort versucht, Europa vor unkontrollierter Massenmigration zu schützen. Gerade Ungarn und Kroatien machen hier einen sehr guten Job und werden daher von der Asyllobby hierzulande massiv angefeindet. In Brüssel versucht man ja auch gerade, den Ungarn Milliarden vorzuenthalten, angeblich weil es kein Rechtsstaat sei. Dabei schützt die Regierung von Viktor Orban ganz Europa vor einem Massenansturm. Während unsere Regierung also durch ein spendables Sozialsystem damit beschäftigt ist, illegale Migranten ins Land zu locken, kämpfen die Balkanstaaten gegen genau diese illegale Migration. Es ist schon ziemlich klar, wo diese Leute hinwollen. Und der Vorstoß von Innenministerin Faeser und der Ampelregierung, jetzt quasi auch noch deutsche Pässe zu verschenken, schafft einen zusätzlichen Pull-Faktor. Interessant war auch die Lage im Grenzgebiet zwischen Bosnien, Serbien und Montenegro. Ich habe da quasi meine alte Wirkungsstätte besucht, wo ich vor 20 Jahren mit der Bundeswehr stationiert war. Und es hat auch nicht lange gedauert, bis wir wieder auf Auffälligkeiten gestoßen sind. Diese Massenbewegung ist längst in Deutschland und NRW angekommen. Die Stadt Schwerte musste kürzlich ihr Rathaus als Unterkunft nutzen, weil sie dem Ansturm nicht mehr Herr wurde. Ja, und erschwerend kommen große Zahlen von wirklichen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine hinzu. Die Situation ist also noch schlimmer als 2015. Vor allem auch deshalb, weil unsere Regierung kaum abschiebt und zum Beispiel mit dem Bürgergeld immer neue Anreize für Armutsmigration schafft. Wir dagegen sagen ganz klar Nein zu unkontrollierter Massenmigration. Die deutschen und die EU-Außengrenzen müssen gesichert und kontrolliert werden. Staaten wie Kroatien und Ungarn, die sich dem Strom in den Weg stellen, brauchen unsere Unterstützung. Um keine falschen Anreize zu schaffen, müssen Flüchtlinge in erster Linie Sachleistungen bekommen und kein Geld. Und es dürfen keine zusätzlichen Pull-Faktoren wie das Bürgergeld für Ausländer oder beschleunigte Einbürgerungen geschaffen werden. Und das alles gibt es nur mit uns, mit der AfD.